Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier in Naxxramas und wir gehen hoch auf die Spitze der Nekropole und dort erwarten uns die letzten beiden Bosse und zwar Saphiron, der Drache und oder Frostwurm muss man besser sagen, da ist es und halt eben noch Kel'Thuzad. Und natürlich, wir machen zuerst mal wieder den normalen Modus. Der fällt jetzt noch so hier runter, jetzt einmal aufschließen. Schauen wir erstmal, was wir hier bekommen. Wir bekommen den Echo-Schlamm. Der wird wahrscheinlich Paladine sehr, sehr viel Freude bereiten. Dann halt eben noch die Naxxramas-Schemen. Finde ich sehr interessant und sehr stark, weil man sie halt eben nicht so leicht wegbekommt. Und je länger man sie auf dem Deck halt eben behält, desto interessanter wird. Und dann natürlich noch Kel'Thuzad, der sehr, sehr, sehr stark ist. Also gerade... Ja, ich weiß nicht, ob der in Zodix irgendwie einhalten wird. Mein riesiger Frostwurm wartet auf euch! Zieht euch warm an! Jetzt redet er wieder von seinem Frostwurm. Ich will deinen Frostwurm gar nicht sehen, also ja. Gut, schauen wir mal rein. Machen wir die Runde mal so. Ich denke, in der ersten Runde benutzen wir am besten unseren Mage. Aus einem Grund, und zwar Saphiron hat die Eigenschaft, dass er alle Gegner zerstört oder alle Diener zerstört, die nicht an dem Eisblock dranhängen. Aber wir bekommen hier im normalen Modus, also im Vergleich zum heroischen Modus, bekommen wir hier direkt so einen kleinen Typen noch mit dran. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit unseren 1-1. Na, das hat er unheimlich viel gebracht. So, und wir müssen im Prinzip alle um ihn rumstellen und er sollte, wenn möglich, nicht sterben. Ist vielleicht auch ganz... Er dachte auch mal, es wäre eine gute Idee, hier zu schleichen. Das ist schön. Wir werden es trotzdem. Wir stellen unseren ersten Diener links von ihm auf. Und er probiert gleich alle zum Zerstören. Und... Ja. Spielt seinen 3-1er. Okay. Wir können ihn nicht direkt komplett runterhauen. Deswegen spiele ich jetzt einfach nur einmal hier drauf. Und lasse das andere weg. Wir können ihn ja nächste Runde können wir ihn ja weghauen. Da damit. Okay, er haut schon das Schild runter. Damit kriegen wir diese Runde das auf jeden Fall weg. Ich spiele ihn drauf, weil er würde eh sterben durch seine Fähigkeit. Und kann dann jetzt noch entweder einen Akolyten oder noch eine spielen. Ja, wir spielen sie. Und nochmal einen auf seinen kleinen Mana-Wurm. Okay, er macht wieder seine Heldenfähigkeit wie jedes Mal. Und spielt... den Waffenzerstörer. Okay. Gut, da bekommen wir Gott sei Dank gleich was Schönes. Damit kriegen wir den weg. Spiele ich auf ihn drauf. Zack, einmal da war's. Und ja, den Rest können wir ihm im Prinzip direkt ins Gesicht reingeben. Ich hoffe, nächste Runde können wir jetzt unseren Yeti links spielen. Oder was spielt er? Ja, es muss halt sein. Der Eisblock ist ja auch für irgendwas gut. So, den möchten wir natürlich zerstören. Deswegen lege ich den ganz ans Eck hin, damit unser 4-4 raushupft. Gehe ihn und gehe einmal hier ins Gesicht. Wir können den 4-3er eh nicht weghauen. Er holt unseren 4-4 raus, vielen Dank. Und zerstört unseren Card Draw. Okay, er hat wohl offensichtlich keine Lust, die direkt rauszulassen. Den zu einem Tank zu machen, wäre sehr, sehr blöd. Ihn könnte ich zu einem Tank machen, allerdings würde sie dann kaputt gehen. Deswegen spiele ich an die Seite in Yeti. Und was machen wir mit dem 2-2? Sollen wir da noch einen Tank spielen? Nee. Ich meine, ich könnte sie jetzt dazwischen reinstellen. Sie würden auf jeden Fall überleben. Oder? Nee, würden nicht überleben.
Und er... Entschuldigung. Geht mir hier direkt rein. Hat allerdings jetzt nur noch eins. Deswegen kann ich ihn direkt mit der Heldenfähigkeit halt eben weghauen. So, einmal der ist weg. Den Schemen können wir noch nicht spielen. Auf der anderen Seite auch ein Yeti. Und hauen ihn auf 23 runter. Jetzt steht schon 26 zu 23. Gut. Das war ja klar, dass er das wieder macht. Ich bin ja Gott froh, dass er nicht auf den kleinen Gnom drauf geht. Unseren 5-5er hat er weggehauen. Dann würde ich jetzt sagen, wir spielen den Yeti auf den Schemen und das Schaf auf den 5-5er. Also einmal hier. Dann den Yeti da drauf. Und mit der Heldenfähigkeit können wir das Schaf auch noch weghauen. Dann haben wir da wieder ein bisschen Ruhe. Und wir haben Deckvorteil, Kartenvorteil. Ja, das sieht nicht schlecht aus da dafür. Spotten können wir eh nicht. Dann lassen wir das. So, er macht wieder seine Heldenfähigkeit, spielt den nächsten 5-5er. Geht wieder auf unseren linken Yeti. Gut. Wir können den rechten Yeti jetzt opfern. Wir sind eh schon weit genug. Spielen die Heldenfähigkeit nochmal drauf und können dafür jetzt unseren großen Ogre spielen. Um dadurch halt eben ein bisschen mehr Schaden aufs Bot zu bringen. So, ihm werden ja irgendwann diese Einfrierräne auch irgendwie ausgehen. Er macht noch einen größeren. Okay. Aber der ist natürlich praktisch, damit zerstört er seine Waffe auch gleich. Deswegen mit dem Ogre einfach direkt drauf, zack. Damit hat er keine Gegner mehr. Wir gehen hier drauf. Und machen... Ja... Können wir eh nichts machen. Machen einmal die Heldenfähigkeit noch drauf. So, nächste Runde. Oh, ist das gemein. Er macht zwei auf alle und spielt seinen Schweigemeister. Wir haben 18, alle von uns sind eingefroren. Okay, da können wir nichts machen. Mit dem kann ich nicht angreifen. Er ist auch kein Tank, damit bringt der schwarze Ritter nichts. Deswegen spiele ich nochmal einen großen Ogre und ziehe ihm wenigstens einen Schaden weg. Damit ich ihn zur Not nachher mit dem kleinen Yeti halt eben weghauen kann. Wenn er ihn mir... Ach, das ist doch... Der ist doch so gemein. Dankeschön. Da ist der Yeti weg und er geht uns ins Gesicht. Wir haben immer noch Vorteil 20 zu 18. Okay. Alles ist eingefroren. Ich meine, wenn er zu ihr schon mal einfrieren würde und dann seine Heldenfähigkeit, dann könnte man anders agieren. Aber so müssen wir natürlich ein bisschen anders spielen. Ich spiele einen Drache um eine Karte und wir bekommen den Manipulator. Das ist perfekt. Weil jetzt können wir nämlich richtig gemein sein. Ich habe schon gehofft, dass wir ihn früher bekommen. Aber jetzt irgendwie hier nur in Runde... Nach der 10. Runde. Okay. Er friert uns dieses Mal nicht ein. Und jetzt können wir... unheimlich gemein sein, weil wir kopieren den Gnom, haben dadurch noch eine größere Fläche, wo wir uns verstecken können. Gehe mit ihm drauf, gehe mit ihm ins Gesicht und kann jetzt noch irgendwas an die andere Seite hinstellen. Was spielen wir hin? Ja, spielen ihn auf die Seite, auf die andere Seite können wir auch noch was, aber so viel Mana habe ich eh nicht mehr. So. Ja, er will jetzt auf jeden Fall noch hier gewinnen. Wir haben aber Gott sei Dank eh keine Waffe. Und deswegen kann ich jetzt, ja, das sieht gut aus, 10, 11, 12, es reicht. Das heißt, wir gehen direkt ins Gesicht und haben diese Runde gewonnen. Das war nicht nett. Ja, du bist ja als Nächster dran. Keine Angst. So, das war die Runde gegen Saphiro. Und dafür bekommen wir jetzt den Echo-Schlamm.
Da freue ich mich sehr drüber. Echoschlamm ist was Schönes für Paladine. Und ja, ich hoffe, wir werden das jetzt in den Metadecks auch demnächst dann mal richtig schön sehen. Haben ihn damit geschafft und können jetzt Kel'Thuzad als letzten Gegner im normalen Modus auch noch besiegen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde hier bei Hearthstone. Danke, bis dann, tschüss. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.